meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere & Co. aus Hamburg. Ich habe heute gar nicht so wahnsinnig viel Platz hier bei mir, deswegen werde ich erstmal das Blumensträußchen, was ich heute von meinem Mann bekommen habe, beiseite schieben, damit wir genug Platz haben für das Projekt, was ich heute für das Wochenendvideo, für das Endlich-Wochenende vorbereitet habe. Ihr seht hier zwei Kärtchen, darum geht es aber gar nicht primär, sondern es geht um Tischkartenhalter. Ich habe euch ja neulich erzählt, dass ich im Baumarkt war und da habe ich Kupferrohr mitgebracht. Und das ist die Idee, die ich euch heute mitgebracht habe. Wirklich nicht schwierig, einfach ein paar Tischkärtchenhalter. So, ich habe das Willkommensschild jetzt einfach nur statt des Namens genommen. Hier habe ich auch eins. Und wie ich das gemacht habe, das ist wirklich ganz einfach, mit wenig Aufwand. Da können euch eure Männer auch helfen. Das zeige ich euch heute. Ich schiebe das mal beiseite. Alles, was wir brauchen, ist ein Zöllingrohr. Ich habe hier ein Stück Kupferrohr. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Stärke das hat. 22 mal 1, also 1 mm in der Tiefe und 22 im Durchmesser. Und dazu brauchen wir ein bisschen Werkzeug. Wir brauchen am besten einen Rohrschneider. Wir brauchen gleich eine Schraubzwinge. Wir brauchen eine Metallsäge. Und wenn wir nicht so viel Muckis in der Hand haben, brauchen wir noch einen Kreuzschraubendreher und gleich noch ein Brett. Das zeige ich euch aber alles. Und es ist ganz einfach. Wie bekomme ich dann nämlich hier so ein Stück Rohr da ab? Dafür gibt es im Baumarkt Rohrschneider. Und das Prinzip ist ganz einfach. Wir klemmen uns nämlich hier. Hier läuft so eine Klinge mit. Und das ist auch flexibel einstellbar auf die Rohrdicke. Und dann gucken wir mal die Höhe unseres Halters, wie wir es gerne hätten. Ziehen hier die Schraube fest, dann setzt sich nämlich die Klinge hier ran. Wir können das auch mit dem Schraubendreher noch ein bisschen fester ziehen. Soll schon ganz gerade da drin sitzen. So, und das, was wir jetzt machen, ist einfach nur locker drehen. Und ihr merkt, wenn der Widerstand ein bisschen schwächer wird, dann hat sich diese Klinge in das Kupfer reingearbeitet, dann ziehen wir hier einfach die Schraube ein bisschen fester. Das ist ein cooles Werkzeug. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Es ist gerade ein bisschen locker geworden. Das heißt, wir ziehen uns das wieder fester. Und drehen. So, jetzt ist es wieder Zeit, ein bisschen fester zu ziehen. Und das machen wir so lange, bis wir durch sind. Und das ist nicht, wir brauchen da nicht wirklich viel Kraft, sondern die Klinge arbeitet sich da durch. Kupfer ist ja jetzt auch kein Metall, was besonders stark ist. Das ist schon eher ein weicheres Metall. So, jetzt müssten wir eigentlich bald durch sein. Ohne viel Kraft. Ich ziehe jetzt hier einfach nochmal die Schraube ein bisschen fester. Einfach immer nur drumherum drehen. So, und jetzt ist es schon ab. Das, was man jetzt machen könnte, ist noch mit einer Feile den Grat ein bisschen abschleifen, muss ich aber gar nicht. Und jetzt, damit das Kärtchen hier auch reinkommt, brauchen wir noch einen Schlitz, den wir da reinsägen müssen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe den nicht gerade runtergesägt, sondern ein bisschen im Winkel, so etwa 45 Grad, naja, nicht ganz, 35 Grad in etwa. Das ist nach Gefühl. Und dazu ändern wir jetzt mal ein bisschen die Kameraperspektive. Ich brauche jetzt nämlich das Brett. Wir machen uns das ein bisschen einfacher. Ich habe ja hier meinen Arbeitstisch. Da nehme ich mir mein Zöllingrohr und meine Schraubzwinge und befestige mir das hier erstmal ein bisschen am Tisch, damit mir das nicht wegflutscht. So fest wie möglich ziehen. Bei mir ist das hier leider nicht, weil ich habe hier noch einen Unterbau in meinem Arbeitsplatz. Aber ein bisschen sollte es schon gehen. Moment. So, so hält das einigermaßen. So. Und ihr braucht nicht viel Kraft. Das, was ihr als erstes machen müsst, ist mit ein bisschen Druck einmal so einmal
zweimal hier lang gehen, damit ihr nämlich schon mal so ein bisschen eure Führung habt. Ich muss hier mit meinen Händen noch ein bisschen festhalten, weil meine Schraubzwinge nicht wirklich festzieht. So, und jetzt, ohne viel Kraftaufwand, einfach nur in einem schönen Rhythmus immer vor- und zurück sägen. Und gucken, jetzt hakt es gerade ein bisschen bei mir, dass ihr die Säge auch ein bisschen schräg haltet. Irgendwann greift die Säge dann mal richtig gut und dann heißt es nur noch vor- und zurückziehen. Natürlich nicht durchsägen. Also meine Schraubzwinge war jetzt hier ein bisschen für die Katz. Die hat nicht wirklich festgezogen. Nicht pusten, dass es nicht in die Augen geht. Und jetzt habt ihr hier das eingesägt. Ich habe hier noch ein bisschen Stempelfarbe, schmutzige Fingerchen. Und dann habe ich hier einfach mein Namensschild. Und das passt da ganz wunderbar rein. Und dann könnt ihr das auf eurem Tisch dekorieren. Ihr guckt jetzt oben drauf, aber so sieht das dann aus. Und das ist meine kleine Idee für heute zum Wochenende. Als Tischkärtchenhalter für eure Festtagstafel. So, ich lege jetzt das hier nochmal rein. Meine Blümchen hole ich mir auch zurück. Und damit wünsche ich euch dann so ein schönes Wochenende. Probiert es mal aus, es ist wirklich nicht schwer. Ein ganz klein bisschen handwerkliches Geschick, ein bisschen Werkzeug. Und schon könnt ihr damit eure Tischkärtchenhalter machen. Meine Idee zum Wochenende, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt kreativ und schönes Wochenende. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.